Jo Leute, was geht ab? Und willkommen, wir reagieren auf Tomatolix. Und es geht heute um das Thema Frauen. Also ich muss ein bisschen kichern, weil alle sagen, ich will das gucken. Es kann ein bisschen unangenehm werden, aber ich bin jetzt mal ehrlich, das ist sau interessant. Und weil das ist normal. Das ist normal. So wie die Männer zum Urologen müssen, müssen wir Frauen zum Frauenarzt. Wahrscheinlich auch öfter, wenn man die Pille nimmt, irgendein Verhütungsmittel Mittel benutzt oder wenn man schwanger ist und was so. Was auch immer, ja, gibt schon viele Gründe. Okay, let's go. Dann guckt man sich nochmal die Vagina an, jetzt führe ich das Spekulum ein. Ich habe Frauen, da komme ich schon mit meinem Finger hinten an den Gebärmutterhals, wenn ich einfach nur reingehe. Und manchen, da komme ich gar nicht dran, weil der einfach so eine lange Vagina haben. Und da rein würde ich eine Spirale einsetzen, weil das tut tatsächlich schon weh. Von der reinen Routineuntersuchung bis hin zum Schwangerschaftsabbruch, Frauenärzte kümmern sich um sämtliche Belange der Frauengesundheit. Nach meinem Video beim Urologen haben mich super viele Nachrichten erreicht, dass ich doch auch mal zum Gynäkologen gehen könnte. Ich persönlich war noch nie beim Frauenarzt, für die meisten Frauen hingegen ist der Besuch aber reine Routine. Ich frage mich, was wirklich beim Gynäkologen passiert, wie so eine Untersuchung genau abläuft und ob ich dabei vielleicht noch was lernen kann. Deswegen werde ich heute einen Tag in einer Frauenarztpraxis verbringen und mir die Arbeit mal genauer anschauen. Okay, erstens krass, dass sich da so eine Frau bereitgestellt hat. Die sitzt da so breitbeinig, lacht so währenddessen. Das kommt easy. Auf YouTube. Easy, Kuss. Hi. Hallo. Ich bin der Felix. Hallo, ich bin Sarah Dörfer. Leute, werdet rein. Hört auf, was so macht man zu als sein. Frauenärztin genau? Ich mache hier vor allem oder zum großen Teil. Die sieht aber süß aus. Die sieht auch voll sympathisch aus. Die sieht auch sympathisch aus. Ja. Ich versorge bei allen Frauen, von jung bis alt. Das könnte seine Schwester oder Mutter sein. Die sehen original gleich aus. Die haben sogar dieselben Augenbrauen. Darf Frauen bei der Schwangerschaft begleiten und mit ihnen gucken, ob in der Schwangerschaft alles in Ordnung ist, wie geht es dem Baby. Und ich mache natürlich auch Sachen, wo es um Krankheiten geht oder Beschwerden. Also ich gucke, liegt eigentlich vor. Für welche Organe ist man so als Frauenärztin zuständig? Für die weiblichen Genitalien kann man sagen. Das ist die Gebärmutter, also der Uterus, die Eierstöcke, Eileiter, die Vagina und Vulva und die Brust sowie die dazugehörigen Lymphknoten. Also alles, was irgendwie zu den weiblichen Geschlechtsorganen kommt oder wegführt, das untersuche ich. Schilddrüse auch, wie oder? Nee, Schilddrüse weiß ich nicht. Aber also Schilddrüse jetzt wegen den Hormonen, weil Hormone. Ja, genau. Also Frauenarzt. Ja, der hat jetzt, glaube ich, nur die Organe aufgezählt. Aber ansonsten Hormone und so, da können die ja auch ganz viel machen. Ich war einmal beim Frauenarzt, Leute, weil sie gerade Lymphknoten angesprochen hat, weil ich hier so einen Knoten in der Brust hatte. Ich dachte gerade, was sind das für Geräusche? Aber du kochst ja Wasser. Ja, Wasser kocht. Ich hatte hier so einen Knoten. Ich habe es meiner Mom gezeigt. Ich so, Mom, ich habe hier irgendwie in der Brust so einen Knoten. Es war nichts Wildes. Und dann hat sie gesagt, ja, wir gehen sicherheitshalber mal zum Frauenarzt. Der hat es dann abgetastet, aber das war nichts im Endeffekt. Aber Leute, wenn ihr was findet, tastet euch immer gut ab, ne? Ich habe es beim Duschen gesehen. Tastet euch immer gut ab und so und dann. Gott sei Dank war es nichts. Ja, Gott sei Dank war es nichts. Wie sieht so ein typischer Arbeitstag bei dir aus? Also was steht heute alles an? Heute steht an eine Krebsvorsorge. Wahrscheinlich kommt dann auch immer noch die Frage nach Verhütung. Dann Schwangerschaftsvorsorge mit Ultraschall von den Babys und auch zu gucken, ob da alles in Ordnung ist. Und ich darf bei allem dabei sein. Du darfst bei allem dabei sein. Ja. Und ich habe auch ein Praktikantenoutfit für dich dabei, damit du hier nicht so ganz casual rumläufst, okay? Es kann losgehen. Kannst du mich mal so ein bisschen rumführen? Also wie sieht so eine Frauenarztpraxis genau aus? Wir fangen am besten in der 1 an. Das ist mein Behandlungsgesprächszimmer. Hier erfasse ich erstmal, wer das ist. Auch abzutasten, ist das eigentlich jetzt schwierig für Sie, wenn Sie da gleich auf den Untersuchungsstuhl muss? Ist das das erste Mal, dass sie bei mir ist oder bei einer Frauenärztin? Also mit welchen Problemen kommen die meisten Frauen zu dir? Wenn man von der Beschwerdesymptomatik sind, ist die meisten Beschwerden tatsächlich Unterbauchschmerzen oder Juckreiz und Brennen in der Vagina und Vulva. Mhm. Wechseljahrsbeschwerden bei den älteren Frauen dann. Aber auch Fragen zum Liebesleben, Probleme beim Sex. Ich habe Schmerzen beim Sex. Warum? Sowas werden wir auch, also besprechen wir ja auch alles. Dann ist das hier in der Untersuchungszimmer und hier habe ich alles, was ich brauche. Das ist ja unser Multifunktionsstuhl, den kann man natürlich super schön hochfahren. Das ist nicht irgendein Stuhl, das ist der Stuhl. Ich glaube, so viele Frauen haben so Angst vor diesem Stuhl, weil das einfach, das ist, Bro, du enthüllst dich und dein Leben und deine ganze Persönlichkeit auf diesem Stuhl. Let's go. Unten kann ich ja nichts sehen. Das ist unser Ultraschallgerät. Ich betreibe tatsächlich hier unter Mikroskop. Ich gucke mir tatsächlich noch Sachen an. Ja, da geht es um die Vagina und das Mikrobiom da. So kann ich hier eigentlich die meisten Untersuchungen machen in diesem Raum. Was sind so deine wichtigsten Arbeitsutensilien? Das ist ein Spekulum. Das führt man vorsichtig ein in die Vagina. Ja, ciao, ne? Und dann sagen Männer, ich wäre gerne Frau. Füll das mal vorsichtig ein, ne? Mach das mal. Boah, Digga. Hier dran, klar. Dann flutscht es besser. Und dann kann man das hier öffnen. Am Ende sehe ich den Gebärmutterhals und mache dann den Gebärmutterhalsabstrich. Aber
Jetzt ein bisschen Metall. Ist warm, ne? Merkst du? Okay, es ist warm. Ich habe gedacht, das wäre jetzt bestimmt voll unangenehm, weil es kalt ist. Wird das da drin geheizt? Ja. Okay, legst du auf die Heizung. Das ist extrem unangenehm. Und es gibt die hat auf Heizung gelegt, Leute. Gar kein Problem. Natürlich auch unterschiedliche Größen. Wenn ich das bestelle, heißt das böse Jungfrauenspekula. Jungfrauen gibt's nicht. Gibt auch kein Jungfrauenhäutchen. Aber so, die Männerwelt wollte scheinbar zeigen, dass es das kleinste Modell ist. Das ist ein bisschen länger, ne? Mhm. Vagina ist ja kurz. Gibt's denn kurz und lang? Das heißt also, auch nochmal zum Thema Anatomie. Wie lang ist die Vagina tatsächlich? Das ist so eine klassische Länge, aber das heißt nicht, dass wenn jemand einen, also zum Beispiel einen längeren Penis habe, wenn ich jetzt auf die Männer das jetzt umpolizieren denke, oh Gott, da habe ich aber viel mehr, die ist ja dehnbar, die Vagina. Ich habe Frauen, da komme ich schon mit meinem Finger hinten an den Gebärmutterhals, wenn ich einfach nur reingehe und manchen, da komme ich gar nicht dran, weil der einfach so eine lange Vagina haben. Das ist halt wie große kleine Ohren, lange Nase. Und du hast gerade schon Jungfernfäutchen angesprochen, gibt's nicht, ne? Erstmal ist es keine Haut, es ist ja nichts zu, es ist ja nicht wie beim Nutella-Glas, ne? So, und dann macht's Pöpp und dann sind wir drin. Schön. Einfach perfekt beschrieben. So, du hast auch mal vorgestellt. Erzähl mal kurz. Dann wissen wir, dass es frisch war. Und es ist eher wie ein Haargummi. Manche sind ein bisschen mehr. Manche haben auch so einen Halbmond. Das gibt es schon. Und eben 50%, na, wahrscheinlich weniger, der Frauen bluten auch bei der ersten Penetration mit was auch immer. Der Rest blutet gar nicht. Wenn wir jetzt beim Thema Anatomie sind, wie ist es mit dem Geben? Aber ich hab's, also ich wusste, dass sehr viele Frauen auch beim ersten Mal nicht bluten, weil damals hatte ich eine Freundin, jetzt muss ich ein bisschen exposen, aber schon sehr, sehr lange her. Die hat beim ersten Mal ein paar Jahrhunderte zurückgehen. Schon sehr, sehr lange her. Die hat beim ersten Mal nicht geblutet und dann dachte ich so, dann dachte ich, irgendwas stimmt nicht mit sich, weil das ja so erzählt wird. Beim ersten Mal blutet man und so. Und dann meinte der Arzt, du weißt schon, dass für jede zweite Frau nicht blutet beim ersten Mal. Die so, oh, okay. Aber weißt du, es gibt ja es gibt ja noch so Typen, die wollen, dass du Jungfrau bist, verstehst du? Yeah. Und beim ersten Mal, zum Beispiel, du bist dann verheiratet, bla bla und so, du schläfst dann mit deinem Mann. Und wenn du zum Beispiel da nicht blutest, dass er so denkt, ja, du bist voll die Ho, ja, du hast gelogen, so, weißt du? Und dann steht die Frau voll unter Druck. Ja, sowieso, aber es gibt auch viele Traditionen, wo man ja wie so Beweise haben muss, dass man Jungfrau war wegen Blut und ob das da ist und so. Ja. Viele Frauen bluten einfach nicht. Das ist schlimm. Das ist richtig killig. G-Punkt, gibt es den wirklich? Gute Frage, hast du ihn schon gefunden? Weiß ich nicht. Hey, Mommy ist jetzt im Chat, natürlich. Hi, Mom. Hi. Mommy ist jetzt im Chat. Jetzt schaltest du jetzt ein. Jetzt, Mom, gell? Ja, hast du deinen Zeitpunkt gefunden. Wir schauen gerade Frauenarzt, Mom. Wir schauen gerade Frauenarzt. Weiß ich nicht. Also, es gibt da auch Mythen drum, dass es irgendwo anatomisch da so einen Punkt gibt. Es haben mir tatsächlich schon Frauen von ihrem G-Punkt gesprochen. Ich glaube an diesen G-Punkt nur so halb. Wenn je eine Frau den hat, bitte, dann darf der auch bedient werden. Aber ich kann ihn in der Untersuchung nicht finden. Das benutzt man dann mit dem Gynäkologenstuhl. Den kenne ich sonst aus dem Swingerclub bisher, aber. Die Folge habe ich schon mal verpasst. Die Folge habe ich warst du wahrscheinlich schon drauf oder willst du noch mal? Wie macht man das? Also normalerweise ist es so, die Frau sitzt da, Füße drauf. Füße drauf, genau, ganz intuitiv. Und jetzt halt ich so. Und jetzt muss ich mir sagen, man denkt ja vielleicht Achterbahn. Wie komisch fühlst du dich gerade? Wenn ich jetzt schon hier so sitze, ist das nicht schon komisch? Und du hast jetzt noch eine Hose schon, an. Ja. Und jetzt muss man sich vorstellen, jetzt ist, ist ein junges Mädchen das erste Mal bei mir. Mhm. Und muss das machen. Das ist schon nicht so easy. Oha, die hat ja richtig Empathie, ne? Wow. Eigentlich sind Ärzte immer so, ja, komm. Weil die sehen das jeden Tag. Gesagt, komm. Aber wie schaffst du das dann so, die Scham zu nehmen? Ich glaube, dadurch, dass ich vorher schon mit denen gesprochen habe, dann, dass ich die wirklich frage, dass sie, ob sie es wirklich wollen und ihnen anbiete, auch es jederzeit abzubrechen, die Untersuchung, wenn was so unangenehm ist. Mom, ich schreibe was, guckt ihr da? Mom, wir schauen gerade, dieser Typ, dieser Junge hier links, okay, der war einen Tag beim Frauenarzt. Horner wollte unbedingt. Tutti wollte, Mom, die hat mich so... Wir gucken, das ist okay. Die wollte unbedingt. Mal sage ich, wenn wir eine Ultraschalluntersuchung formen, ob sie die selber, den Ultraschallstab, einführen wollen. Wenn man den ihren Raum lässt, wo sie selbstbestimmt handeln dürfen. Ich glaube, dann klappt das immer ganz gut. So, Felix, unsere erste Patientin ist da. Die könntest du jetzt gerne mal reinholen. Alles klar. So, guten Tag. Sie Hallo. Können gerne einmal mitkommen. Da kommen Sie nicht rein. Haben Sie den Stuhl gesehen? Kommen Sie nicht rein, wenn Sie, solange Sie können. Hey, bitte. Hallo. Heute gucken wir mal nach Ihrem... Baby. Wie immer legen sie sich hin. Ah, wie süß. Mom, so darfst du was ich in den Chat schreiben mit ich bringe euch um und so. Twitch bringt uns, Twitch spannt uns. Sie sagt, ich bringe euch zwei um. Digga, Mom. Hey, das ist ein Frauenarzt. Hey, das ist ganz normal. Ich glaub, heute gucken wir mal nach ihrem Baby. Wie immer legen sie sich hin. Du müsstest einmal das Licht ausmachen, weil wir sind ja jetzt im Ultraschall. Dann geht's mal los. Das ist vielleicht ein ganz ein bisschen kühl. Schwangere Frauen sind so süß. Ja, ich finde, schwangere Frauen
Immer süß. Auf die Eins. Auf die Eins. Da braucht man immer viel Gel. Verschmiert man das so, dann sieht man es schon. Was du gleich finden musst, kannst du ja erahnen. Das ist nämlich schon das Herz. Oh. Da hört man es. Crazy. Das süß. Ist der Mutterkuchen hier, siehst du? Der Kopf ist das. Da siehst du, guck mal, das ist ein Auge. Das sieht man aber, was das war. Ja, es das war ein Händchen. Ja. Ja, und dann ist das die Stirn und ja, die Nase. Ja, genau. Mhm. Und da kommt das Mündchen. Und dann scrollt man die praktisch durch, indem man den Kopf einstellt, die Hirnstrukturen. Willst du mal versuchen, das Herz einzustellen? Ja. Und kannst mal gucken. Okay. Also was das ist du? Ja auf jeden Fall der Kopf. Super. Ja. Guck mal, jetzt kommst du noch tiefer. Geh mal tiefer, tiefer. Ja. Yeah. Und jetzt scrollst du das da rein ins Herz. Ja. Und dann kannst du gucken, ob das rhythmisch ist, das Herz, der Herzschlag. Und, was würdest du sagen? Das sieht doch sehr rhythmisch aus. Wow. Super. Wow, ist das geil. Was? So machen die das? Hä? Die nehmen eine Maus und die scrollen so ein Organ rein, gucken, wie das läuft. Hä, wie cool ist das denn? Das ist ja krass. Ey, wir sind wie so das 14-Jährige. Wow, so. Wann waren wir bei einem Ultraschall dabei? Hä, das ist krank. Noch nie. Alle Organe, sieht man schon, sind angelegt, die man sehen muss. Der erste Blick ist schon mal perfekt. Also was gäbe es jetzt für Sachen, die irgendwie ja, schief gehen können? Was man da sehen kann zum Beispiel, ist das Kind, das ist gar nicht gut gewachsen. Das ist viel, viel, viel zu klein für sein Schwangerschaftsalter. Wenn man im Hirn, das habe ich natürlich auch schon mal gesehen, irgendwelche... kann man auch schon Tumoren haben oder Auffälligkeiten, die vielleicht auch dann für eine Behinderung des Kindes sprechen würden, ne? Wo sich dann Eltern große Sorgen machen. Aber im Großteil, muss man sagen, macht die Natur es echt richtig. Aber wie ist das dann für dich, wenn du dann mal so eine schlechte Nachricht überbringen musst? Weil ich kann mir vorstellen, das ist ja dann schon nicht so leicht, oder? Ich habe ja das Glück, Gynäkologin zu sein. Ich habe super viele schöne Sachen. Ne? Die meisten sind nur schlechte Nachrichten am Verbreiten, wie die Neurologen. Ich ja nicht. Ich kann sagen, alles super mit dem Kind, wird ein Mädchen, super schön. Und da gehört natürlich dazu, auch mal zu sagen... Stell vor, die so, ich wollte das Geschlecht nicht wissen. Ja, leider hat sich die Schwangerschaft nicht weiterentwickelt oder ja, sie haben Krebs. Das ist ja eigentlich fast mehr die Aufgabe von Ärzten. Das ist ja in der Frauenheilkunde so schön, dass es nicht nur Spektrum Krankheit ist. Du berätst die Frauen ja auch zum Thema Verhütung, richtig? Mhm. Was ja, das ist so eine Sache. Ich glaube, Leute, die immer so Ärzte werden wollen, ja, Grey's Anatomy, bla bla, und dann Medizin studieren, die denken, danach ist es so, aber die meiste Zeit verbringen Ärzte ihr Leben damit, jeden Tag mit Problemen, Sorgen, Kummer, Schmerzen konfrontiert zu werden und auch mit dem Kummer von anderen umgehen zu müssen oder schlechte Nachrichten übermitteln zu müssen. Ja. Verstehst du? Also es ist wirklich ein sehr, sehr harter Job und du bist meistens in so einem Vibe, du verbringst meistens dein Alltag in so einer Stimmung, wo es eher so negativ ist, weil es ja. Die Leute kommen ja zu dir, wenn sie krank sind. Jetzt bei Frauen hat es natürlich was anderes, da kommen natürlich auch Frauen, die jetzt wie hier, genau. Die müssen sich durchchecken lassen oder auch wegen der Verhütung, ist jetzt nichts Tragisches, aber hier kommen ja natürlich auch Tumore oder Krankheiten vor, so ist jetzt nicht, ne? Aber bei einem Hausarzt zum Beispiel, wann geht ihr zum Hausarzt einfach nur so, nee, meistens bist du krank oder musst, keine Ahnung, wisst ihr, und die kommen, ich hab hier, hier, da denkst du, ich krieg nur Probleme ab, weißt du? Ja, wenn du den ganzen Tag nur hörst, hier, da schmerzt, du hörst nur so negativ, das springt auf dich. Ja, voll. Beliebtesten Verhütungsmethoden? Die Pille verschreibe ich noch. Aber natürlich auch die andere Seite. Du heilst oder du kannst Leute heilen. Du kannst Leute helfen. Wenn Leute krank sind, du kannst sie gesund machen. Das ist natürlich das Geile am Arzt sein. Das ist das Schöne, ja. Ja, aber man darf auch nicht die negativen Aspekte da nicht vergessen. Ne? Voll. Relativ häufig. Viele entscheiden sich Kondom. Warte, was hat sie gesagt? Methoden? Die Pille verschreibe ich noch relativ häufig. Viele entscheiden sich Kondom, weil gerade sehr en vogue ist das. Schwierig. Ich dachte erst, dass sie sagt, sie verschreibt es nicht mehr so viel, weil vor allem bei jungen Mädels, die dann zum Gynäkologen gehen, wegen zum Beispiel Akne oder so, ne? Oder weil sie sagen, hey, ich habe einen Freund, ich will verhüten und sowas, ne? Die kriegen immer alle die Pille verschrieben und ich bin so kontra Pille, weil Pille hat so viele Nebenwirkungen, das können vor allem Jugendliche und so gar nicht abwägen, einschätzen. Ja. Ja, das können die auch gar nicht abwägen, sowas. Du benutzt es dann und dann kommt dein ganzer Hormonhaushalt und so durcheinander. Und wenn du es absetzen willst, dann viel Spaß. Ja. Oh, dann bist du richtig am Arsch. Ja. Dass man hormonfrei verhütet, was sicherlich auch große Vorteile bergen kann, wenn man nämlich hormonelle Verhütung nicht verträgt. Ich habe das aus dem Bekanntenkreis auch von vielen Frauen gehört, dass sie die Pille abgesetzt haben. Es wird ein bisschen viel negativ dargestellt, glaube ich, weil ich habe hier wirklich Frauen, die super gut mit der Pille klarkommen, die sogar die abgesetzt haben und sagen, ey,
Da ist gar kein Unterschied. Was haben die alle? Das ist ganz, ganz individuell und das darf man nicht vergessen. Und das wird so ein bisschen gerade schon fast gehatet, die Pille. Mhm. Weiß ich gar manchmal nicht. Es geht, ganz guck mal, es geht nicht darum, dass es Frauen gibt, die es gut vertragen und manche vertragen es nicht gut. Ja, die es gut vertragen, das ist ja schön für die, aber man muss eher auf die Leute sehen, die es nicht gut vertragen, weißt du? Nein, es geht, mein Problem ist einfach nur so, wenn jemand Probleme hat zum Beispiel oder eine Verhütung will, es kommt direkt Pille. Ja, direkt. Oder da kommen Mädels mit Akten und so, direkt Pille. Ja. Und das da gibt es keinen anderen Weg gefühlt. Die kriegen immer Geld, also die Ärzte kriegen immer Geld dafür, dass sie es verschreiben. Ja. Und für die ist es so, ja, nimm. Ja, 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 genau. Und das ist scheiße. Das ist dumm. Optimal finde ich. Was mache ich, wenn ich schwanger werde und ich bin jung? Gott sei Dank in Deutschland, natürlich habe ich die Abtreibung, ob das ein schöner Weg für jemanden ist. Sicherlich nicht. Aber wie gesagt, es gibt Frauen, die sagen, totaler Aha-Effekt, Pille abgesetzt, endlich wieder Libido, keine Stimmungsschwankung mehr. Na klar gibt's das. Und deswegen muss man gucken, was möchte die eigentlich, die Patientin. Und ich zeige dir ja immer den Pearl-Index, das kennst du wahrscheinlich. Ja. Genau, wie sicher eine Verhütungsmethode ist. Und da sieht man von sicher bis mittel bis nicht so gut. Jetzt denkt man so, oh, Kondom, ne? Da sind natürlich sehr oft Anwendungsfehler. Ja. Die anderen, das ist so ein Pflaster, das ist sehr groß, eine Spritze, ist schlecht für die Knochen. Mhm. Und dann kommt die Spirale. Guck mal, hier ist eine kleine Gebärmutter und da rein würde ich... Ich habe mir so oft Videos angeguckt, die kamen so random auf meiner For You-Page, wie Leute gezeigt haben, also auch Frauenärzte, wie die so eine Spirale einfügen. Und da war ich immer so... Und haben auch voll viele gesagt, das tut so weh, oh mein Gott und so. Die tun das wie so einem Schlauch, also das ist wie so einer Kapsel, tun nichts rein, dann öffnet sich und klammert sich dann da so oben rein, denke ich, also klammert sich oben so fest. Ja. Denke ich mir so. Aber Spirale ist so sicher. Ja, ist sehr, sehr sicher, aber das sollte sau wehtun, habe ich gehört. Also eine Spirale einsetzen, also es sieht ja klein aus und schmal, aber das tut tatsächlich der Frau schon weh. Jetzt wäre hier der Gebärmutterhals und man führt das ein und dann schiebt man es tatsächlich nochmal bis ans Ende der Gebärmutter, denn da soll es liegen. Das ist wirklich sicher, die ganze Gebärmutter aushöhlt. Das einfach so raus, schneidet den Faden ab, so funktioniert das. Aber wenn die dann liegt, dann ist das eine eben der sichersten Methoden der Verhütung und sie hält 5 Jahre im Schnitt. Die sorgt dann dafür, dass das da alles so ein bisschen ungemütlich gemacht wird für den Embryo. Was ich jetzt immer häufiger höre, ist, dass Frauen auch irgendwelche Apps benutzen, um den Zyklus zu tracken. Aber eine sagt, meine Ex-Freundin hatte eine Spirale und ist trotzdem schwanger geworden. Ich hatte mit 21, okay. Ja, aber ja, ist jetzt nicht so tragisch. Aber ich meine, ich hatte damals ein Video gesehen, wie eine Frau eine Spirale hatte und sie ist trotzdem schwanger geworden. Und als das Kind geboren wurde, die hatte es sich die Spirale so in der Hand. Ich schwöre, ich such das raus. Er wurde geboren, er hatte die Spirale so in der Hand. Also, was zur Hölle mache ich hier, wenn du das sehen hattest? Und auch damit zu verhüten? Das war tatsächlich leider dieses Jahr schon der Fall, dass ich eine Verhütungsberatung gemacht habe und dann eine eher junge Frau tatsächlich zu mir kam mit komischen Unterbauchschmerzen und dann habe ich einen Ultraschall gemacht und war sehr erstaunt, sie dann auch. Dass guck hier, Leute, ich zensiere mal ganz kurz so das Kind, ja? Sind die das Kind? Mit so Spirale in der Hand und hat gesagt, yeah, we are the champs, you did it. Und dann hat sie mir gesagt, dass sie mit der App verhütet und sie ja geguckt hat, wann ihre fruchtbaren Tage waren. Auf gar keinen Fall soll das eine Verhütungsweise, diese natürliche Verhütungsmethode darstellen. Kommt das häufig vor, dass Frauen dann mit einer ungeplanten Schwangerschaft herkommen? Es ist doch häufiger, als ich gedacht habe. Die Zahlen steigen auch. Ey, weißt du, wie oft ich auf TikTok, es gibt momentan so einen Trend auf TikTok, ich nenne es mal Trend, Regretting Motherhood oder so. Also auf jeden Fall, da sammeln sich Leute im Internet und die erzählen dann darüber. Das finde ich nicht so geil. Ja, aber es hat so Vor- und Nachteile. Auf jeden Fall, die erzählen dort, wie sie halt, dass sie Mütter sind von keine Ahnung wie vielen Kindern und dann sagen sie halt so, ja, könnte ich es mir nochmal aussuchen, würde ich nicht nochmal Mutter werden. Und das war ungeplant, wir wollten nicht schwanger werden, bla 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 bla, okay. Mhm. Und es gibt, glaube ich, mehr Leute, die nicht gewollt schwanger geworden sind. Ja, als die es bereuen. Ja, und die es bereuen, anstatt Leute, die wirklich versucht haben und dann auch mit Wunsch schwanger geworden sind. Ja. Das ist krass, gell? Kann sein. Abtreibungen, also ich habe im Monat mindestens 1 bis 2 Frauen, würde ich sagen, die ich begleite in der Frühschwangerschaft, wo es dann um die Frage geht, trägt sie es aus oder geht sie zu jemandem, einem Arzt? Wir haben hier, sind in Bonn ganz gut aufgestellt, haben 2 Ärzte, die das durchführen und eben eine Abtreibung durchführen. Warum bietest du das jetzt zum Beispiel dann nicht an? Ich bin gar nicht ein Abtreibungsgegner, auf gar keinen Fall. So der Wunsch ist dann durchzuführen, wo es jetzt 2 Kollegen gibt, die das machen, ist jetzt auch noch nicht in mir aufgekommen. Gut, jetzt ist die nächste Patientin da. Die kannst du jetzt einmal holen, bitte. Alles klar. So, hallo, Nina, einmal bitte. Genau, dann kannst du dich hier gerne hinsetzen. Warum kommen Sie heute zu mir? Genau, also ich komme eigentlich nur zur Kontrolle und ich würde gerne die Spirale einmal checken lassen und die Krebsvorsorge, ja. Seit wann haben Sie die Spirale? Seit Juli letzten Jahres. Und wie war es einsetzen? Kurz und schmerzhaft. Ja.
Probleme damit, mit Blutungen, Schmerzen, irgendwas? Alles gut. Okay, ja, schön. Dann gehen wir rüber. Zuerst einmal unten rum frei machen, dann können Sie hier auf dem Stuhl Platz nehmen. Ja. So, das hast du ja schon kennengelernt, das nutze ich natürlich jetzt wieder. Wow, die Nina geht direkt hier ran. Leute, aber das ist wichtig, Leute. Nina, wie viel hast du dafür bekommen? Die Abstriche für den Gebärmutterhals. Also was genau für Abstriche werden jetzt gemacht? Genau, jetzt wird ein zytologischer Abstrich, also von den Oberflächen der Zellen des Gebärmutterhalses gemacht. Jetzt führe ich das Spekulum Tomate ein. Links versucht, sich hinzugucken. Tomate links versucht, so zu bleiben. Ja, natürlich. Ja, ja. Das ist alles hier professionell, ne? Aber Bro, dick unangenehm. Ja, ich dachte, um ehrlich zu sein, dass sie nur so tut, verstehst du? Ich dachte, sie sitzt da in einer Unterhose Nude-Farbe, zu ihrer Hautfarbe. Ja, genau, das ist so, aber ich glaube, das ist wirklich, dass er sieht, wie das ist, ne? Ja, die ist ja gerade nach vorne gelaufen, die haben mir einen Arsch zensiert, weil ich sie geschnackt. Achso, ich hab's nicht gesehen, ich habe gerade da zum Chat geschaut. Nee, die ist also, wonach schaust du da jetzt konkret? Ich guck mir den Gebärmutterhals an, gibt's da schon so Auffälligkeiten? Manchmal, also das erwarte ich jetzt nicht, sie geht jedes Jahr zur Krebsvorsorge, aber ich habe tatsächlich in so einer Einstellung schon mal einen Gebärmutterhalskrebs gesehen. Und jetzt mache ich einen Abstrich, war okay? Alles gut, ja. Okay, dann guckt man sich nochmal die Vagina an, aber auch keine Probleme. Und dann führt man das schon wieder raus. Wie ist das so für dich, zum Frauenarzt zu gehen? Also ist das irgendwie unangenehm oder so? Also ich meine, die unterhalten sich! Ich höre mal, die sagt so, eigentlich ist es nicht unangenehm, aber natürlich, wenn man jetzt spontan hingeht und da ist ein ganzes Fernsehteam und sowas, ist dann schon ein bisschen unangenehm. Oder da ist ein Junge auf meiner linken Seite, der mich jetzt fragt, ob es mir unangenehm ist. Ist das manchmal auch schon unangenehm? Gerade als Frau, man macht das ja schon seit recht früh. Also ich gehe seitdem ich 16 bin, einfach auch für Verhütung und alles. Und ich glaube, das ist ein bisschen normaler, als wie vielleicht für einen Mann zur Vorsorge zu gehen. Und klar, es fühlt sich manchmal ein bisschen unangenehm an, aber es hat ja eigentlich einen guten Zweck. Gut, ich lasse den Stuhl jetzt ein bisschen wieder tiefer, weil jetzt mache ich die bimanuelle Untersuchung, heißt das. Ich führe jetzt gleich den Zeigefinger ein und da tastet man einfach die Gebärmutter, ist die übermäßig groß, gibt es da Schmerzen oder ne, große Zysten oder sowas, kann man eigentlich auch gut tasten. So, jetzt hatte sie gerade den Wunsch nach der Lagekontrolle der Spirale und dann würde ich dich einmal bitten, das Licht nochmal auszumachen. Ja. So, ich führe den Ultraschall ein. Es ist ein bisschen kalt, da ist Gel dran. Da ist die Gebärmutter, jetzt machen wir erstmal groß. Die Gebärmutter ist so ein bisschen birnenförmig. Und sag mal, ich will das jetzt mal wirklich sehen, wie das aussieht. Das ist so interessant, weil eine leere Gebärmutter. Ja, genau, weil davor hatten wir ein Baby drin. Ey, das ist gerade wirklich interessant. Das haben wir alle hier, die Frauen. Ja. Ne? Das ist gerade echt interessant. Was fällt dir jetzt auf? Was siehst du von den ganzen Grau- und Weißtönen? Was fällt da ganz besonders auf? So, ja, doch, da ist was zu sehen. Das wird ja wahrscheinlich die Spirale sein. Also, perfekte Lage der Spirale, also da ist sie sicher. War das jetzt irgendwie unangenehm für dich? Also nicht unangenehm, ich meine, das Ultraschall, das ist ja schon ein bisschen größer. Man merkt natürlich, dass da jetzt was drin ist, aber es ist bei weitem nicht unangenehm. Was schaust du dir da jetzt konkret an? Ich gucke, genau, man sieht erstmal, in welchem Zyklusstadium ist, weil je nachdem, wie die Zellen aussehen, sind die groß oder wenn die zum Beispiel von älteren Frauen, dann werden die so schmal und atroph oder eben, ob Pilzsporen zu sehen sind. Also da sieht man dann so eine klassische Pilzinfektion, kann man da ran. Genau, wir haben jetzt Gott sei Dank einen Normalbefund und da sieht einfach, die Zellen sind ganz normal. Den Gebärmutterhalsschleim, der riecht auch nicht, ne? Dann weiß man eigentlich schon meistens, dass alles in Ordnung ist. Also da kann man dann zum Beispiel am Geruch auch schon viel erkennen? Ja, also das ist nicht so, die setzt sich hin und die riecht es so, schlimm ist das nicht. Tomate liegt so, wir müssen ja alles testen, ne? Muss man alles durch. Und nach der vaginalen Untersuchung mit dem Finger, dann riecht man das schon und kann manchmal wirklich zuordnen, worum es sich handelt. Korrekt. Wie ist das dann für dich? Also ich meine, du hast ja wahrscheinlich schon alles gesehen. Du ekelst dich dann wahrscheinlich nicht davor, oder? Also man muss sagen, ich habe noch keine einzige eklige Untersuchung gehabt. Alle fragen ja immer und so. Also klar, wenn da mal ein Tampon länger drin ist, das riecht schon sehr, sehr extrem, aber eklig. Also ich muss sagen, gute Antwort, weil das wäre jetzt irgendwie ein bisschen unprofessionell, nicht unsympathisch, aber es wäre unprofessionell, wenn ich sagen würde, ich ekel mich da voll auf, da kommen Frauen, da stinkt und so. Wer geht da noch zu ihr, Bro? aber die wirkt sowieso eigentlich. Und das mit dem Tampon, das habe ich noch nie gehört, bis vor kurzem, als da so eine Freundin erzählt hat, ja, es gibt Leute, die gehen zum Frauenarzt und so, die haben zum Beispiel ihren Tampon vergessen, seit Wochen, okay? Mhm. Ich so, was zur Hölle? Also, und das soll dann stinken? Ja, natürlich, ekelhaft. Zahnarzt wäre ich unlieber. Wenn in der Gebärmutterhalskrebsvorsorge, in diesen Abstrichen, die Frauen alle machen, eine Auffälligkeit gibt, werden die in die Kolposkopie geschickt, sodass ich dann mit so einer Lupe den Gebärmutterhals mir anschaue und nehme tatsächlich auch Proben richtig. Was ist denn so die häufigste Krebsart, die bei dir hier vorkommt? Die Nummer eins ist tatsächlich
der Brustkrebs. Ne? Ah. Jede achte Frau erkrankt an Brustkrebs. Das ist schon relativ viel. Es ist Gott sei Dank gut heilbar und wir untersuchen ja alle Frauen mit einer Abtastung eben durch mich, aber wir leiten die auch an. Und wenn du mal Lust hast, wir haben ein Modell besorgt und da kannst du mal gucken, wie das ist, deine Brüste abzutasten. Du kannst dir das dann umhängen und gucken, da sind so kleine Knoten versteckt, ob du die denn alle findest. Aber wie ist das? Oh. Männer können theoretisch... Das ist natürlich sehr geil. Wie interessant. Ich dachte, der soll das an sich selbst machen. Ja, aber hey, das ist sau schlau. Ich dachte, er muss das T-Shirt ausziehen. Dachte auch erstmal. Stell dir vor, Nina kommt. Nina kommt, sagt jetzt andersherum, ne? Nein, Nina sieht so aus. Ach so. Effekt, der auch bei Männern Brustkrebs hervorrufen kann, immer noch so deutlich seltener als bei uns. Ihr habt ja auch ein bisschen Brustdrüsengewebe und ihr habt Brustwarzen. Also, natürlich gibt es was zu beachten. Hast du... Nee. Das ist eher so. Du hast ja nichts so. Wow. Du hast gar keinen Plan. Natürlich ist er Mann. Hat dir auch noch keine Frauenärztin gezeigt. Genau. Man macht das mit den drei Fingern. Ich fange außen an und dann geht man in Kreisen, in leichten Bewegungen, gehe ich immer zur Brustwarze und das von außen nach innen. Und auf Reddit ist unzensiert. Und dann gar nichts. Also deswegen diese drei Finger in kreisenden Bewegungen. Dann schaue ich mal, ob ich was finde. Also, nur Tomate links? Ich glaube, ich hier unten ist zumindest so ein kleiner Hubbel. Mhm. Ja, super. Hast du gefunden? Den ersten gefunden. Ja, nicht schlecht. Okay, ist dann noch. Die ist so süß. Ja, super. Hast du gefunden? Mehr versteckt. Wie häufig sollte man seine Brust abtasten? Ich sage den Frauen immer einmal im Monat, am besten in der Woche nach der Periode. Dann macht man das am besten auch vom Spiegel. Wir haben ja auch Augen, wir gucken. Gibt es Veränderungen? Sind die Brustwarzen vielleicht gar nicht so draußen? Ist eine auf einmal drin? Also das heißt, wenn ihr eine Brust habt, einmal im Monat Brust abtasten. Und das Gleiche gilt auch, wenn ihr einen Hoden habt. Den kann man auch einmal im Monat abtasten. Das hast du ja schon gelernt, ne? Genau. Hier habe ich zwei gefunden. Ja, richtig? Oder die sind richtig. Es sind sogar insgesamt 5 versteckt. Aber ich fand deine Quote fürs erste Mal abtasten extrem gut. Okay. Boah, ist aber dann doch gar nicht so einfach. Deswegen haben viele Frauen auch Angst davor. Die denken immer, ich teste gar nichts. Oder was ist, wenn ich was teste, dann mache ich mir Sorgen. Am besten ist immer besser irgendwas machen, als gar nichts machen. So, Julia einmal, bitte. Nehmen Sie einmal Platz. Gut, ich fahre Julia hoch. Gehst du denn lieber zu Frauen oder zu männlichen Frauenärzten? Tatsächlich eigentlich zu männlichen. Steht ein bisschen aber auf der falschen Seite. Jetzt steht der vorne. Na, der so, weißt du was? Ich war zu schüchtern. Ich gehe jetzt die Offensive. Julia gefällt ihm schon besser anscheinend. Schon er sein Type. Ich habe so ein bisschen die Erfahrung gemacht, dass die tendenziell noch ein bisschen vorsichtiger sind. Okay. Einen Tick muss ich leider noch hoch. Alles und dann kommt so ein Stückchen noch nach vorne. Perfekt. So, ich berühre sie jetzt. Ich gucke mir erst die Vulva an. Ja? Haben Sie Schmerzen beim Geschlechtsverkehr oder irgendwas? Gut. Und dann machen wir einmal den Ultraschall. Es drückt jetzt einmal dolle. Mhm. Sie sagten ja vorhin irgendwann mal, dass Sie in der Mitte des Zyklus sind. Genau, ja. Und hier war der Eisprung. Das heißt, da sieht man dann diese einzelnen Eier oder was? Ja, ist genau. Das? Die Männer produzieren ja immer Spermien, immer wieder neu. Und wir werden einmal mit all unseren Eiern geboren, die dann sukzessive abnehmen. Dann würde ich das wieder rausziehen. Da sieht alles wunderbar aus. Das heißt, wenn die Eier so im Laufe des Lebens abnehmen, wann gibt es gar keine Eier mehr? Gibt es das? Ja, tatsächlich. Das ist dann, wenn die letzte Periode praktisch gelaufen ist und dann, wenn man dann die Frauen schallt, sieht man auch teilweise noch die Eierstöcke, aber ohne diese kleinen Eierchen. Das ist ja oft im Schnitt bis 50 einfach. Oh, ich dachte schon, die Eierstöcke gehen raus. Bei der letzten Periode. Ich dachte, voll, die kommen so raus. Ja. Ist unsere Reproduktionsphase vorbei. Bis wann kann man Kinder bekommen? Also ab 35 gilt man sogar schon als Risikoschwangere. Ab 40 wird es oft schon etwas schwieriger. Und wirklich 42, 43, 44 ist es ein großes Geschenk, wenn man noch schwanger werden darf. Also unsere reproduktive Phase, gerade in unserer Gesellschaft aktuell, läuft gerade oft sehr spät ab und manchmal auch für manche Frauen zu spät. Gut. Okay. Dann würde ich einmal anfangen. Einmal die Arme locker, genau. Und ich fand von oben nach unten, habe ich ja kalte Hände. Gut, da gucke ich jetzt wieder nach Einziehung. Und genau, die Brustwarzen, die sind immer so, das frage ich. Und Sekretion aus der Brust. Ich glaube, Tomate Links wollte fragen, ob er machen darf. Der hat nein gesagt, ich stehe da so. So wie abgefuckt, der guckt. Der so, ich habe gerade eben 3 von 5, Leute. Die Brustwarzen, die sind immer so, das frage ich. Und Sekretion aus der Brust. Richtig sauer. Noch nie gehabt auch. Nee.
Dann können Sie sich wieder anziehen, bitte. Wenn ich jetzt vom Zytologen nichts höre, das kommt so, das Ergebnis in ungefähr einer Woche, dann würde ich mich nicht melden, sonst sehen wir uns dann einfach wieder nächstes Jahr bei der Krebsvorsorge. Außer Sie haben natürlich Beschwerden. Dann kommen Sie natürlich jederzeit rein. Okay? Ja. War das jetzt so ein typischer Arbeitstag bei dir? Ja, das war so ein ziemlich klassischer Arbeitstag. Schwanger. Hey, der ist so glücklich. Der denkt so, das ist normal? Dafür wirst du bezahlt. Kranker Scheiß. War das jetzt so ein typischer Arbeitstag bei dir? Ja, das war so ein ziemlich klassischer Arbeitstag. Normale Vorsorge. War auf jeden Fall ein super spannender Einblick. Vielen Dank, dass ich dabei war. Hey Leute, das war ja mal ein cooles Video. Das war, ich sage euch ganz ehrlich. Jetzt mal auf Ernst, das ist wichtig, Leute. Wirklich. Mädels, wirklich geht zur Kontrolle. Ich meine, ich war auch einmal im Leben zur Kontrolle und danach habe ich so ein Trauma gehabt. Walla, ich bin nie wieder gegangen. Aber die wirkt sympathisch, Leute. Sucht euch einen guten Frauenarzt. Ja, also geht auf jeden Fall. Das ist sau wichtig. Ich meine es gerade ernst, geht. Okay, Leute, das war's mit der Rage. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ansonsten like, kommentieren, abonnieren. We love you guys. Wir sehen uns morgen entspannt um 20 Uhr. Tschüss. Bye.